Herzlich willkommen im physikalischen Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg. Es wurde der Wunsch geäußert, ob ich nicht noch ein Video zur Auswertung des Versuchs Fourier Optik machen kann. Einige Tipps, Hinweise zur Auswertung. Ja, dem komme ich gerne nach. Hier also jetzt ein Video zur Auswertung. Schauen wir uns an. Kapitel 8, Auswertung. Zu Aufgabe 1. Vergleichen Sie die Lage der Maxima und Minima sowie die gemessenen Intensitätsverhältnisse der einzelnen Beugungsordnungen mit den theoretisch zu erwartenden Werten. Tragen Sie zunächst den Abstand der Minima-Enter-Ordnung, jeweils in Pixel angegeben, gegen die Ordnungszahl n auf. Es sollte sich eine Gerade ergeben, deren Steigung die Spaltweite des verwendeten Beugungsspaltes zu bestimmen gestattet. Schauen wir uns das an. Geht zurück in Python. Habe hier schon etwas vorbereitet. Wir brauchen die Module NumPy, SNP, Matplotlib PyPlot, SPLT und wir brauchen von SciPy Optimize noch die Funktion CurveFit. Hier liegt meine Grafikausgabe. Hierzu verwende ich Qt5. Ja, schauen wir uns die Messwerte an. Die kannst du dir hier runterladen, hier auf der Homepage. Also hier Diagramm und Daten, Versuch 233 Teil 1. Das sind die Messungen 1 und 2. Und hier die Messungen 3 und 4 aus dem zweiten Teil des Videos. Ich habe die bereits runtergeladen. Und ja, schauen wir uns die Daten mal an. Ich verwende hier die Funktion LoadText von NumPy. Hier gebe ich meinen Filename ein, also nehmen wir erstmal Messung 1. Dann werden wir die 14 ersten Zeilen überspringen, die Kopfzeilen. Unpack true, somit werden die Messwerte, die hier in dem File sind, in die Arrays, Pixel und Intensität habe ich das geschrieben. Hier werden diese Daten dann in diese Variablen dann importiert. Figure Size 10 auf 3 habe ich jetzt mal gewählt und dann plotten wir das Ganze einfach. So, ja, hier nun die Messung des Spaltes aus Aufgabe 1. Hier können wir auch reinzoomen. Und hier meine gemessene Beugungsfigur. Wir wollen jetzt also die Lage der Minima und Maxima ausmessen. Das kannst du hier mit dem Cursor machen. Einfach hier zum Beispiel auf das Maximum gehen und links unten hier wird dir dann die X- und Y-Werte an dieser Stelle angezeigt. Ich schließe das nochmal. Wir haben ja zwei Messungen gemacht in Aufgabe 1. Hier etwas übersteuert, dafür sieht man die Nebenmaxima besser. Die nullte Ordnung ist jetzt in Sättigung, aber man sieht besser die Nebenmaxima. Und wir wollen jetzt eben die Ordnung ausmessen. Fangen wir an mit dem Minima. Zoomen wir hier rein. Und wir können jetzt hier unsere Minima ausmessen. 13,20 ungefähr. Nächster Wert hier 12,50 und so weiter. Miss also hier deine Minima und Maxima aus und trage diese dann in ein Array ein. Ja, hier unsere X-Werte zunächst, die Ordnung, ein NumPy-Array, also das erste Minimum, zweite, dritte und so weiter. Und hier ein Array mit dem Namen Minima. Trage also hier deine gemessenen Pixelwerte der Minima ein. Und messe auch die Maxima. Schreibe diese in ein neues Array, Maxima, wieder ein NumPy-Array und hier jetzt die Pixelwerte der Maxima. Ja, wir wollen die plotten. Die sollen ja auf einer Gerade liegen. Also plotten wir X-Werte die Ordnung hier, 1, 2, 3 und so weiter. Und hier die gemessene Minima. Ich möchte keine Linie haben und als Messpunkte verwende ich kleine Punkte, Marker, kleinen Punkt. Und ich gebe diesem Diagramm noch einen Namen, Label, Minima. Gut, wir plotten mal erstmal diesen Befehl.
Genau, so. Jetzt siehst du hier unten die Ordnung und hier die gemessenen Pixelwerte der Minima. Füge hier auch noch Achsenbeschriftungen hinzu, und also X-Werte, X-Beschriftung und Y-Werte. Schließlich wollen wir noch eine Gerade an unsere Messdaten anfitten. Ich definiere hier also eine lineare Funktion mit X-Werten und Parametern a und b. Hier also die Funktion a mal x plus b. A die Steigung, b der Achsenabschnitt. Und diese Funktion passe ich jetzt an die Messdaten an. Mit der Funktion CurveFit, hier meine Funktion, linear. Hier meine x-Werte, das waren die Ordnungen, und die y-Werte Minima. Und die Fit-Ergebnisse, also die Parameter a und b, die wir erhalten beim Fitten, werden dann hier in die Variable popt geschrieben. Hier noch die Fehler. Ja, führen wir das durch und wir plotten auch gleich noch den Fit an unsere Daten. So, führe das aus. Ja. Hier also unsere Messdaten, die Punkte, die einzelnen Minima, die Lage der Minima bei der Ordnung 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und das ist mein Fit. Die Messwerte liegen also wunderbar auf einer Geraden. Ja, schließlich wollen wir hier unsere gemessenen Maxima auch noch eintragen. Die haben wir ja vorhin hier ausgemessen. Wir kennen allerdings nicht genau die x-Werte zu den einzelnen Maxima. Die werden irgendwo hier zwischen 1 und 2 liegen, dazwischen. Aber den exakten Wert kennen wir nicht. Den müssen wir also ausrechnen. Die Maxima liegen natürlich auch auf dieser Gerade. Und die Gerade kennen wir ja, die haben wir ja gerade angepasst. Wir kennen die Steigung und den Achsenabschnitt. Und können jetzt hier nach x auflösen und erhalten so die Ordnung hier für unsere Maxima. Das mache ich hier. Also, die x-Werte nenne ich jetzt hier Ordnung Max. Vorher war es nur Ordnung für die y-Werte, für die Minima. Für die Maxima jetzt nenne ich das Ordnung Max. Ist also hier mein Array, meine gemessenen Maxima-Werte. Der erste Wert 1290, hier deine Werte dann. Dann also hier noch x auflösen, minus b rüberbringen, also minus p opt 1, das ist mein b. Und durch a teilen, p opt 0, das ist meine Steigung. Dann erhalte ich jetzt hier die x-Werte für meine Maxima. Ja, die sind jetzt hier dargestellt. Die liegen also nicht genau zwischen 1 und 2. Die Hälfte wäre 1,5, wir haben aber hier nur 1,433. Auch hier liegen sie nicht genau in der Mitte und so weiter. Wir können uns mal anschauen, die Sinkfunktion hier in Wikipedia und hier nochmal meine Sinkfunktion und die Lage der einzelnen Maxima. Beachte, hier ist die Sinkfunktion aufgetragen, was wir gemessen haben ist Sinkquadrat, also wir haben nur positive Werte, aber das wäre hier mein erstes Nebenmaximum. Hier das zweite und ist nicht genau in der Hälfte zwischen zwei Minima. Können wir uns auch hier die Werte mal anschauen. Die sind hier aufgetragen. Der erste liegt hier bei einem Wert von 4,49 hier. Der zweite hier 7,7 und so weiter. Und das können wir ja mal vergleichen mit unseren Werten, wobei wir hier aufpassen müssen. Hier ist es noch mit Pi skaliert. Wir müssen also nochmal so, also mal Pi. So, hier kommen wir also auf 4,5, 7,66. Vergleichen wir das nochmal. Also 4,5, 7,66. Ja, 4,49, wir haben 4,5, 66, 7. Hier 10,9, 14,06, 10,9, ja, hier sind wir ein bisschen kleiner. Gut, somit können wir jetzt auch unsere Maxima in das Diagramm mit einzeichnen.
Also jetzt alle Plots hier. Einmal mein Minima, meine Minima, dann der lineare Fit und hier meine Maxima jetzt. Schauen wir uns das an. Ich schließe das nochmal. Ja, schön. Also hier die Punkte sind die Minima und hier die Maxima. Ja, nochmal zurück hier zu Aufgabe 1. Wir haben jetzt also Minima und Maxima aufgetragen. Lage der Beugungsmaxima haben wir bestimmt. Genau zwischen, nein, 1,5, 2,5, nein. Wir haben gesehen, dass die nicht exakt dazwischen liegen. Wo sollen sie liegen? Das haben wir auch beantwortet. Schätzen den Fehler ab, habe ich bisher gar nicht gemacht. Also wenn Sie nachher bei Ihrer Auswertung die Lage der Minima und Maxima ausmessen, schätzen Sie eben einen Fehler ab. Ich sehe gerade, eins habe ich noch übersprungen. Aus der Steigung der Geraden, die wir angepasst haben, kann die Spaltweite bestimmt werden. Das werden wir noch machen. Schauen wir uns dazu nochmal dieses Diagramm an. Hier hatten wir ja eben unsere Intensitätsverteilung hergeleitet und wir sehen hier, für x-Werte haben wir hier diesen Ausdruck besetzt, d durch Lambda Pi mal Sinus Alpha. Und das ist also der Winkel hier, mit dem das Licht hier auf den Schirm oder auf unsere CCD-Zeile, Kamera, abgelenkt wird. Und den können wir auch ganz leicht ausrechnen. Delta ist Sinus F mal Sinus Alpha. F kennen wir ja, die Brennweite. Und Delta haben wir gemessen. Das sind ja unsere Pixelwerte hier. Und ja, wenn wir es hier einsetzen, Sinus Alpha, also Delta oder X, unsere Pixelwerte, durch F, dann kann ich somit letztendlich D bestimmen. Die Wellenlänge kennen wir, die Brennweite kennen wir, damit können wir auch D ausrechnen. Beachte noch, dass hier Pixelwerte angegeben sind, aber wir haben ja auch eine Eichung gemacht und wenn du die Eichung aufträgst aus dessen Steigung, kannst du eben diesen Wert jetzt hier in Millimeter umrechnen. Die Werte der Eichmessung habe ich hier in ein Diagramm eingetragen. Also hier die Pixelnummer und hier der Wert der Messuhr. Auch hier halten wir wieder eine Gerade und aus der Steigung können wir später die Pixelwerte in Millimeter umrechnen. So, das habe ich hier gemacht jetzt. Hier nochmal meine Beugungsordnung, die Minima. Erste Minimum, zweites Minimum, drittes Minimum und so weiter. Die Maxima sind auch hier drin. Und hier wieder eine Gerade angepasst. Aber jetzt habe ich hier nicht die Pixelposition aufgetragen, sondern die Position auf der Kamera jetzt in Millimeter mit Hilfe meiner zuvor durchgeführten Eichung. Und wenn ich jetzt nun daraus die Spaltbreite bestimme, berechne, komme ich hier auf einen Wert von 0,24 mm und das stimmt auch sehr gut überein mit dem Hersteller, mit den Angaben des Herstellers hier 0,24 mm. Ja, schließlich noch der letzte Teil hier, Auswertung zu Aufgabe 1. Als nächstes ermitteln Sie die Intensitätsverhältnisse der gemessenen Nebenmaxima relativ zum Maximum Nullter Ordnung und vergleichen Sie diese mit den theoretisch erwarteten Werten. Fehler angeben. Gut, also jetzt messen wir die Werte der Maxima aus. Bisher hatten wir immer nur die Lage, die Position an der X-Achse bestimmt, die Lage der Minima und Maxima. Jetzt schauen wir uns die Y-Werte der Maxima an. Ich plotte nochmal die erste Messung hier. So, zoome etwas rein. Hier also unser Hauptmaximum Nullter Ordnung
erstes Nebenmaximum, zweites, drittes und so weiter. Und jetzt kannst du wieder hier mit den Cursern jetzt die Werte, die Intensitäten der Maxima ausmessen. Also hier ist 0. Den Wert siehst du jetzt hier unten rechts, y. Und dann das erste. Und du siehst, die nächsten, die fallen doch sehr, sehr stark ab, die Intensitäten. Messe hier in diesem Diagramm nur das 0. aus und das erste. Und dann verwenden wir jetzt Messung 2. Schauen wir uns diese auch an, Messung 2. Und hier habe ich ja die Intensität hochgedreht. Das 0. Maximum ist in Sättigung. Das erste ist aber noch gut zu erkennen. Also jetzt in dieser Darstellung messe erneut die Intensität des ersten Maximums und die anderen Intensitäten, zweites, drittes, viertes, fünftes und so weiter. Und damit kennen wir alle relativen Verhältnisse der Intensitäten. Aus der Messung zuvor das Verhältnis von 0 zu 1 und hier die Verhältnisse von 1, 2, 3 und so weiter. Und somit kennen wir alle Intensitätsverhältnisse. Ja, vergleiche diese Werte mit der Theorie, also mit der Sinc-Quadratfunktion. Ja, beachte schließlich noch, dass hier ein Offset drauf liegt. Also hier zum Beispiel fällt kein Licht auf in diesem Bereich, auf die Pixel. Und wenn ich hier mal reinzoome, dann siehst du hier auch, dort wo kein Licht hinkommt, haben wir trotzdem hier einen Wert, naja, im Bereich von 70. Intensität ungefähr 70. Diesen musst du natürlich von deinen Messwerten abziehen. Gerade bei den sehr kleinen Ordnungen haben wir hier doch sonst einen sehr großen Fehler. Also messe die Intensitäten hier aus und ziehe diesen Offset hier von deinen Messwerten ab. Ja, ich habe die Messung jetzt durchgeführt, habe also die Intensitäten der Maxima ausgemessen und hier dargestellt. Einmal die durchgezogene Kurve, das sind meine Theoriewerte, also die Sinc-Quadratfunktion. Und die Kreuze sind meine Messergebnisse. Ich habe meine Messergebnisse hier für die 0. Ordnung auf 1 normiert. Das entspricht auch dem Wert der theoretischen Kurve. Sinc bei 0 ist 1 und den Messwert habe ich hier auch auf 1 normiert. Und hier meine weiteren ausgemessenen Ordnungen. Ja, diese weichen leicht von der theoretischen Kurve ab. Die Ursache ist sicherlich die Nichtlinearität der Kamera. Gut, kommen wir weiter zu Aufgabe 2. Berechnen Sie mit Hilfe von Python oder dem Online-Skript ein Bild der theoretisch zu erwartenden Beugungsstruktur des Doppelspaltes. Die Berechnung in Python ist hier direkt angegeben. Also hier mein Doppelspalt, den plotten wir und dann siehst du hier den Doppelspalt, zusätzlich ist hier auch noch als einhüllende der Einzelspalt dargestellt. Du kannst aber auch hier auf diesen Link gehen, dann kannst du das online berechnen. Machen wir das. Also Berechnung des Beugungsbildes eines Spaltes, Doppelspaltes. Die Berechnung erfolgt noch zum Einzelspalt, Anzahl der Nebenmaxima, die wir darstellen wollen. Ein Nebenmaxima reicht. Und wir brauchen das Verhältnis Spaltabstand zu Spaltbreite. Diesen müssen wir hier eintragen. Den müssen wir aber erst bestimmen. Und ich gehe nochmal zurück zur Anleitung. Benutzen Sie dabei für die Spaltweite und den Abstand der Spalte die Werte aus Aufgabe 4. Aufgabe 4 haben wir ja das Spaltbild oder das Bild des Doppelspaltes aufgenommen. Und wir laden diese Werte in Python. Gehe zurück zu meiner Auswertung. Also ich lade jetzt das File aus dem zweiten Teil dieses Videos, Doppelspalt, mit der 0., 1., 2., 3., 4. Ordnung und plotte dieses wieder. Ich führe das jetzt durch. Hier mein Doppelspalt. Und hier kannst du direkt die Spaltbreite hier ausmessen mit dem Cursor und auch den Spaltabstand. Am besten hier ganz unten am Fuß. Und damit erhältst du dein Verhältnis von Spaltabstand zu Spaltbreite.
So, gehen wir zurück. Ich habe jetzt das ausgemessen. Ich käme jetzt hier auf einen Wert von 2,3. Das Verhältnis Spaltabstand zu Spaltbreite. Ich habe trotzdem nochmal nachgeschaut beim Hersteller. Hier käme, das ist der mittlere Spalt, den wir verwendet haben. Hier käme ich auf einen Wert von 2,5, also das Verhältnis von Spaltabstand zur Spaltbreite. Gut, aber ich habe jetzt hier 2,3 bestimmt. Und dann können wir es jetzt plotten. 2,3, Submit. Und hier siehst du nun die Beugungsfigur des Doppelspalts, diese Kurve. Und die einhüllende ist die Spaltfunktion. Ja, weiter hier Auswertung zu Aufgabe 2. Vergleichen Sie diese mit der experimentell bestimmten Struktur. Welche Minima entsprechen den Nullstellen der Spaltfunktion, welche denen der Gitterfunktion? Vergleichen Sie für die zwischen den ersten Minima der Spaltfunktion gemessene Nebenmaxima die relativen Intensitäten bezogen auf das zentrale Maximum mit den entsprechenden theoretischen Werten. Gut, dazu müssen wir das wieder plotten. So, das ist jetzt Messung 3. Führe ich das aus. Hier nun das Beugungsbild meines Doppelspaltes. Groß. Ich zoome etwas rein. So. Gut, das ist also das Beugungsbild des Doppelspaltes und du kannst wieder hier deine Maxima und Minima ausmessen und dieses eben mit dem theoretischen Bild des Doppelspaltes vergleichen. Die Einhüllende ist also die Spaltfunktion. Hier nochmal die Grafik dazu. Das wäre also die Spaltfunktion, die blaue Kurve. Das ist die Einhüllende und eben diese Kurve hier ist das Beugungsbild des Doppelspaltes.